Was ist eigentlich ein Konservatorium? Und wie unterscheidet es sich von einer Hochschule? Wir erklären es euch. Das Dr. Hochs Konservatorium wurde auf dem Vermögen des Frankfurter Juristen Dr. Josef Hoch gegründet. In seinem Testament vom 14. Juli 1857 verfügte er 1 Million Goldmark für das Institut. Es wurde als Ausbildungsstätte zur Förderung der Musik und zur unentgeltlichen Unterweisung musikalischer Talente in allen Zweigen der Tonkunst gegründet. Ein Konservatorium umfasst also verschiedene Sparten, die der musikalischen Berufsausbildung, aber auch die der Laienausbildung. Eine Hochschule ist allein auf die Berufsausbildung spezialisiert. Hier lernen nur Studierende, während an einem Konservatorium zusätzlich auch musikalischer Nachwuchs gefördert wird. So gibt es bei uns neben der Studienabteilung auch die Abteilungen für Nachwuchs- und Erwachsenenbildung und für elementare Musikpädagogik. Außerdem haben wir eine Abteilung für Studienvorbereitung. Trotzdem kann man am Konservatorium auch studieren. Unser Bachelorstudiengang Musik, künstlerisch-pädagogische Ausrichtung, ist akkreditiert und wird in 4 verschiedenen Profilen angeboten. Instrument und Gesang, elementare Musikpädagogik, Jazz und Popularmusik und Komposition. Durch das Nebeneinander von Profis und Laien an unserem Institut kann der musikpädagogische Teil des Studiums, der in allen 4 Profilen enthalten ist, praxisorientiert gelehrt werden. Auf unserer Homepage kannst du dich über unsere verschiedenen Abteilungen informieren.